Wo ist Joe Biden? Die Unterschrift auf seinem Memo, das seinen Rückzug von der Wahl 2024 ankündigt, hat sich als Fälschung herausgestellt. Wurde der jüngste angebliche Telefonanruf von Biden mit Hilfe der App erstellt. Ich sitze also vor dem Schreibtisch des Präsidenten, halte die Hand in die Luft und zeige ihm die Maske. Sie haben sie wegretuschiert. Vielleicht, Bro, Verschwörungstheorie, vielleicht gibt's Joe Biden gar nicht. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, denn ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community. Und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt, wo ist Joe Biden? Der jüngste Joe ist verschwunden anscheinend. Also ich habe das jetzt auch am Rande nur mitbekommen, dass der Joe angeblich ja sich zurückgezogen hat und sein Amt abgelegt hat, so, ne? Also zurückgetreten ist quasi. Oder wie sieht das aus? Ist der jetzt auch als Präsident schon zurückgetreten oder hat er einfach nur gesagt, er lässt sich nicht nochmal zur Wahl aufstellen? Das habe ich noch nicht richtig verstanden, aber wird eventuell jetzt hier im Reese-Report aufgeklärt. Wieder von Infowars. Deswegen auch wieder schwurbeltechnisch hundertprozentig aufgeladen. Könnt ihr euch schon mal drauf gefasst machen. Mal die Aluhüte schon mal vorsichtshalber auf den Tisch legen. Ich würde sagen, der Peter geht los, Bro. Aber sowas von, Digi. Einmal will ich mich noch ganz kurz bei dem Alexander Stier bedanken, der jetzt offiziell Teil der Love Gang ist auf YouTube. Liebe geht raus an dich. Auch für alle Leute, die hier gerade zuschauen und bei den Livestreams nicht dabei sein können oder nicht dabei sind. Ihr könnt jetzt mittlerweile eine Kanalmitgliedschaft abschließen und mich damit unterstützen. Ja? Kostet irgendwie 3 Euro und dann könnt ihr alle Livestreams, die ich gemacht habe, im Nachhinein in voller Länge sehen und ihr unterstützt mich halt bei meiner Arbeit. Wenn ihr darauf Bock habt, dann macht das gerne. Und ansonsten würde ich sagen, gehen wir jetzt rein in den Peter. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert den Kanal und ich würde sagen, der Peter geht los, Digi. Und los. Die Äußerungen in diesem Video sind nicht die Äußerungen von Augen auf Medienanalyse. Es sind die Worte des US-amerikanischen Autoren Greg Reese und werden hiermit von uns lediglich übersetzt und im gesetzlich gesicherten Rahmen der freien Zugänglichkeit von Informationen 1:1 ungeprüft und unkommentiert für dich zur Verfügung gestellt. Alles klar, mein Jutster, wir gehen rein. Ich mag den irgendwie, den Augen auf Medien, auch seine Stimme. Ne? Chat, ihr auch? Joe Biden wurde nicht mehr gesehen seit letztem Mittwoch in Las Vegas, 4 Tage nach dem Attentatsversuch auf Präsident Trump. Die Unterschrift auf seinem Memo, das seinen Rückzug von der Wahl 2024 ankündigt, hat sich als Fälschung herausgestellt. Und laut der KI-Sprach-App 11 Labs wurde der jüngste angebliche Telefonanruf von Biden mit Hilfe der App erstellt. I know yesterday's news was surprising and it's hard for you to hear, but it was the right thing to do. It's I know it's hard because you poured your heart and soul into me. Okay. Let's just go on old 11 Labs and see if that's really all they probably used for this. So, upload. There we go. And let's see what we got. Was prüft die App jetzt? Upload your sample and understand the probability of it being AI generated. Ah, okay, krass. Da kannst du Dinge hochladen und dann überprüfen lassen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass es AI generiert ist. Yeah, looks like they didn't even 98% probability. Really try. Aber Joe Biden erschien bereits seit Jahren nicht mehr in Erscheinung. Die meisten Frage müsste man jetzt auch stellen, diese Datei, die er da hochgeladen hat, so von ob das die wirklich die offizielle Datei war, weißt du, wie ich meine? Oder eigentlich könnten wir das jetzt quasi auch selber machen, ne? Gibt es diese Sprachmemo irgendwo? Kann man sich die irgendwo runterladen? Dann könnten wir das eigentlich selber auch nochmal überprüfen, ne? Aber ey, Freunde, heutzutage, ne, für mich ist nichts mehr zu crazy. Gerade in der heutigen Welt mit AI und Fälschungen und Videos und was auch immer, alles ist möglich mittlerweile, wirklich alles ist möglich. So. Dann zufolge gab es mindestens 3 gefälschte Joe Bidens vor. Einer hat doch gereicht, yo. Kamera seit seiner Wahl. Wir sahen Bilder, die zeigen Joe Biden mit verschiedenen Ohrläppchen. Was unmöglich wäre, wenn alle dieselbe Person wären. Wir sahen Videos, die zeigen. Okay, aber Ohrläppchen verändern sich doch im Alter, oder?
Einer von den Sachen, die sich extrem verändern, oder nicht? Was eine Gummimaske zu sein scheint. Einem gummiartigen Kinn. Virtually every mass shooting. Can't tell me this is normal. Look at his forehead. This is bullshit. That's a mask. That's a skin mask. It ain't normal. Look at it. In den frühen 90ern trug die ehemalige Leiterin der CIA-Tarnungsabteilung eine Maske, als sie George W. Bush im Weißen Haus über die neuesten Verdeckungstechnologie informierte. Sie täuschte ihn, an seinem Schreibtisch sitzend. Ich war ein bisschen paranoid. Ich trug noch nie eine Maske in der Öffentlichkeit und man wird nervös. Niemand beachtete mich, natürlich. Also entspannte ich mich. Wir gingen ins Oval Office und ich zeigte ihm einige Fotos von Verkleidungen, die wir für ihn machten, als er Chef der Tarnung war. Ich sagte, vielleicht erinnerst du dich an diese. Das tat er. Ich sagte, ich bin hier, um dir den nächsten Level zu zeigen. Er sagte, dann zeig es mir. Ich sagte, naja, ich trage es gerade und ich ziehe es aus und zeige es dir. Und er sagte, nein, zieh es nicht aus. Und er stand auf. Er kam heraus, ging, schaute hinter mich. Er hat es sich angeschaut. Also, dass sowas möglich ist, da bin ich überzeugt von. Hundertprozentig. Digga, das ist Patrick Bette Davis, ne? Der sieht noch ganz anders aus da. Zurück und setzte sich hin. Er sagte, zieh es aus. Also schälte ich mein Gesicht ab. Diese 40 Jahre alte Technologie war bis vor ein paar Jahren unter Geheimhaltung. Und das ist das einzige Foto, das ich je bekam. Ich sitze also vor dem Schreibtisch des Präsidenten, halte die Hand in die Luft und zeige ihm die Maske. Sie haben sie wegretuschiert. Das Bild in meiner Bibliothek. Ich weiß nicht, was du denken würdest, was ich da mache. Sie haben die Maske wegretuschiert? Ja, das war geheim. Ich meine, ich habe das Bild gesehen. Nun, du siehst die aktuellen Bilder, weil wir jetzt über Masken sprechen können. Vor einem Jahr hätte ich dir diese Geschichte nicht erzählen können. Warum kannst du es jetzt sagen? Weil sie es jetzt erlauben. Du weißt, was das für mich bedeutet? Quellen und Methoden sind geheim. Das hier ist öffentlich und nicht mehr geheim. Vielleicht benutzen sie es nicht mehr. Oder vielleicht sind sie so gut geworden, dass das, was ich sage, nichts mit den Neuen zu tun hat. Ich glaube, das ist schon eher der Fall. Crazy. Lass mich dich fragen, wer oft die Masken für den Präsidenten gemacht hat, um das Publikum abzulenken. Gibt es da draußen auch Duplikate, von denen wir nichts wissen? Oder dass wir die Antwort auf diese Frage nicht wissen können? Saddam hatte sie alle. Ist es das, wovon du sprichst? Wir haben ein Bild von Saddam in einem Boot auf dem Bosporus oder so mit seinen 26 Doppelgängern. 26 Doppelgänger, ich küsse dein Herz, Bruder. What the fuck, Bro? Digga, Alter, die haben diese Masken. Jetzt mittlerweile gibt's AI, KI und diese ganzen Sachen so. Mann, irgendwann wird's einen Präsidenten geben, den es gar nicht gibt. Checkt ihr das? Irgendwann wird's ein Mensch. Es gibt da jetzt schon Influencerinnen, die Werbekampagnen haben, also Werbedeals haben mit krassen Marken und richtig viel Cash machen und die gibt's nicht. So. Irgendwann wird's. Bruder, die Präsidenten und die ganzen Politiker sind eh nur Marionetten, weißt du, wie ich meine? So, die können eh nicht wirklich was entscheiden. Irgendwann sind die auch einfach irgendwelche KIs, Bro. Vielleicht gibt's die auch gar nicht im echten Leben, sondern nur online, weißt du? Und dann irgendwelche anderen Typen mit den Masken von denen einfach. Vielleicht, Bro, Verschwörungstheorie, vielleicht gibt's Joe Biden gar nicht. Vielleicht gab's Joe Biden nie. Überleg mal, Joe Biden gibt's nicht. Vielleicht ist er schon längst weg. Vielleicht gab's ihn nie, Bro. Wir werden irgendwann, und wer weiß, ob das nicht schon so ist, vielleicht gibt es ein paar Leute, die es gar nicht gibt. Wir sind ganz tief drin gerade im Kaninchenbau. Aber vielleicht gibt's Leute, die es nicht gibt. Der ist schon ewig in der Politik, Bro. Ja, ich übertreib doch gerade. Ich schwurbel gerade ein bisschen, weißt du? So. Ich sag nur, was in Zukunft. Sowas, das kann in Zukunft. Bruderherz, es könnte sein, dass sowas schon mal passiert ist sogar. Es könnte sein, dass es Menschen gar nicht gibt, wo wir denken, die es gibt.
Und wenn nicht, dann wird es in Zukunft auf jeden Fall der Fall sein, so. 26 Saddams. Sie sehen alle genau gleich aus. Das ist brillant. Das haben wir also noch nie gemacht. Nein, es gibt eine lange große Geschichte von Präsidenten, die das tun. Aber ich weiß nicht, dass wir das jemals taten. Während viele sich über einen vermissten US-Präsidenten aufregen und sich fragen, wer das Land regiert. Aber warum sollte man dann jemanden nehmen, der so senil ist, Digga, der sich nicht mal richtig bewegen kann, nicht mehr richtig reden kann und diese ganzen Sachen? Warum sollte man, dann würde man doch jemanden nehmen, der wenigstens noch vernünftig reden kann und vernünftig am Start sein kann, so, oder nicht? Das ist das, was ich mich frage, so. Warum jemanden nehmen, der so kaputt ist, so durch ist dann? Und der muss ja dann immer wieder so kaputt und durchspielen. Weißt du? So. Auch schwierig. Werden US-Präsidenten schon seit Jahrzehnten vermisst. Alles, was wir im Weißen Haus hatten, während unseres ganzen Lebens, ist ein Marionettenfrontmann des militärisch-industriellen Komplexes und der Großbankbürokraten, die Amerika in eine Mördergesellschaft verwandelten. Die Mächte, die dieses Land betreiben, haben immer noch die Leitung und sie suchen nur nach einer neuen Marionette, die die Massen täuscht und ihnen vorgaukelt, Amerika sei das Land der Freien. Dieser Greg Reese, der ist schon ein stabiler Schwurbler, ne? Ich muss sagen, ich mag den. Ich habe den mir noch nie auf Englisch reingezogen, aber die Übersetzungen von Augen auf Medien von ihm finde ich echt, Alter, meistens sehr, sehr stabil. So. Berichtet für Infowars. Ich bin Greg Reese. Bester Mann, Digga. Shoutouts. Auch sein Intro- und Outro-Song, Digga, ist wild. Scheint auch ein Master-Schwurbler zu sein, der Cousin. Definitiv schwarzer Gürtel. Augen auf Medienanalyse. Privates Engagement. Total unabhängig, komplett unkommerziell, rein aus Leidenschaft. Wenn du uns belohnen willst, abonnier den Kanal, schau die Videos an, schreib hier und da einen Kommentar. Und wenn dir ein Video gefällt, dann like es. Safe. Mal Support da lassen auf süß, oder? Lass mal Liebe da, Freunde, auf YouTube auch. Gib mal darüber, ich mag die Jungs hier. Augen auf Medien. Ganz stabile Arbeit. Sehr, sehr geil. Interessant auf jeden Fall. Schreibt mir eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Gibt es Joe Biden? Gibt es Joe Biden nicht? Ist er wirklich zurückgetreten? Ist er verschwunden? Ist er schon länger weg? Wurde er ausgetauscht? Trägt er irgendeine Maske? Was sagt ihr dazu? Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Peace out.